Hey, also, jetzt hat RTL schon verraten, wer der neue Superstar wird. Also, auf der Webseite von RTL stand schon Daniele Negroni und so eine Scheiße. Also, das ist alles nur ein Fake. Der Sieger steht schon vorher fest. Das ist alles nur eine Show. Die ganze Sendung ist ein einziger Fake, um Quote zu schinden und Werbeeinnahmen zu generieren. Deutschland sucht den Superstar ist nur Lug und Trug. Alles gefaked. Wenn der Superstar schon vorher feststeht und dann auch ausgeplaudert wird, ist doch lächerlich. Dankeschön, tschüss!